Ja, einen schönen guten Morgen, liebe TeilnehmerInnen. Ich freue mich sehr, Sie zur 55. Ausgabe unserer Tech Technology Insights begrüßen zu dürfen. Das Thema, das wir Ihnen heute mitgebracht haben, ist SAP DRC, also Document and Reporting Compliance, und da den automatisierten Quellensteuer-Report am Beispiel von 50 AES-DG. Mein Name ist Rainer Eismeier, ich bin Tax-Partner am Standort hier in München bei Tax Technology Consulting und freue mich, dass wir Sie heute durch den Webcast führen können. Vielleicht zur organisatorischen Dingen noch. Wir zeichnen den Webcast wie immer auf. Sie bekommen nachher von uns im Laufe der Woche auch noch den Link und die Unterlagen dazu. Fragen kann man auch gerne stellen. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns kurz die Agenda an, was wir heute mit Ihnen vorhaben. Wie immer eine kurze Einleitung. Der Mischa Brehm, den sehen Sie gerade auch schon, wird nachher gleich übernehmen. Und wir hatten auch schon mal einen Webcast für die, die sich erinnern können, zu SAP Quellensteuerfindung. Wir werden trotzdem heute mal so ein bisschen die Basics kurz erklären. Das wird so 10 Minuten dauern, bevor wir dann in die Demo von SAP DRC einsteigen. Da können Sie sich auf so circa 20 Minuten heute einstellen. Das heißt, wir haben heute eine kürzere Session mit ungefähr einer halben Stunde insgesamt. Ja, dann gucken wir mal. Teilnehmer sind überschaubar heute. Ja. Den Mischa sehen Sie auch schon. Senior Manager bei uns, bei Tech Technology Consulting. Mischa, dann würde ich auch direkt an dich übergeben und dann kann es auch schon losgehen. Genau, danke Rainer. Mischa Brehm, mein Name. Mein Fokus liegt auf SAP-Projekten und dort der Steuerteil. Da begegnet uns eben diese Quellensteuer immer wieder neben der Umsatzsteuer und zwar in der Findung und Reporting. Heute wollen wir uns jetzt zunächst den ersten Teil eben kurz anschauen anhand von dem Prozess. Zur Demo springe ich dann ins System. Ich habe Ihnen hier mal einen Purchase-to-Pay, also einen Einkaufsprozess mitgebracht. Liegt daran, dass in Deutschland die Quellensteuer, die Fälle, die wir gleich sehen werden, 50a oder das Steuerbasenabwehrgesetz, dass die vor allem auf der Inbound-Seite stattfinden. In anderen Ländern habe ich ja auch Quellensteuer auf der Ausgangsseite, aber in Deutschland vor allem eben auf der Einkaufsseite. Was sehen wir hier in dem Prozess? Wir starten mal ganz gerne mit den Stammdaten, dann lege ich eine Bestellung an und die Vertragsverhandlung, buche den Wareneingang, Rechnungseingang und entscheidend für die Quellensteuer in Deutschland, 50a ESTG, ist dann der Zeitpunkt der Zahlung. Also hier der grüne fünfte Punkt. In diesem Zeitpunkt greift dann auch, wenn Sie die nutzen, die SAP-Quellensteuerfunktionalität in Deutschland, berechnet Ihnen die Quellensteuer dann und bucht das um. In dem Zeitpunkt davor, in dem Review Invoice, also wenn der Kreditorenbuchhalter die Rechnung erfasst, zu dem Zeitpunkt wird zwar das Quellensteuerkennzeichen schon mal gesetzt, aber noch nicht entsprechend der Kreditor von dem Kreditoren umgebucht auf das Quellensteuerkonto. Wie sieht das in SAP aus? Das ist hier auf der linken Seite, sehen Sie die Sicht von einem Kreditorenbuchhalter. Also der Kreditorenbuchhalter, wenn der jeweilige Lieferant der Quellensteuer unterliegt, das hinterlegt man in den Stammdaten, sieht er eine Auswahl an verschiedenen Quellensteuertypen und Quellensteuercodes auf Englisch, auf Deutsch Quellensteuerkennzeichen. Aus denen kann er dann den jeweiligen richtigen Quellensteuercode auswählen und den Steuerbetrag und Steuerbasisbetrag hinterlegen. Für welche Fälle kann man das machen in Deutschland? Wir haben es Ihnen hier rechts oben hingeschrieben. Das ist möglich für alle Fälle 55a. Also das sind die Artisten, Sportler, Darbietungen oder Rechteüberlassungen. Das ist so in der Praxis der Hauptfall, den wir sehen. Also jegliche Rechteüberlassung, kein Kauf an beispielsweise Patenten und Lizenzen. Das kann Intercompany sein, das kann auch mit Dritten sein. Die Nummer 4 auch relevant, aber in der Regel nicht so viele Fälle. Das sind die Aufsichtsräte. Die alle haben gemeinsam in der Quellensteuer natürlich, dass sie im Ausland sitzen müssen, also beschränkt steuerpflichtig sind. Neu dazugekommen seit letztem Jahr ist 10 Steuerabwehrgesetz, Transaktionen mit Blacklist-Staaten. Ganz prominenter auch seit letztem Jahr steht auf der Blacklist der EU das Land Russland. Das heißt, wenn Sie Finanztransaktionen oder Waren und Dienstleistungen beispielsweise
aus Russland einkaufen, also bei sich einen Aufwand haben und einen Ertrag in Russland, müssen sie darauf auch 15% Quellensteuer abführen, je nachdem, ob sie das vertraglich in der Brutto-Netto-Klausel festgelegt haben. Und dann noch der Vollständigkeit halber, auch das ist mit SAP abbildbar, inklusive den Freistellungsbescheinigungen, die Bauabzugsteuer. Also sie haben ausländische Lieferanten, die Bauleistungen erbringen. Und in der Regel hat man da Freistellungsbescheinigungen, die können Sie dann da hinterlegen und checken, dass dieser Prozess richtig läuft. Das Schöne dieser SAP-Quellensteuerfunktionalität jetzt im Vergleich zu einer Umsatzsteuererfindung ist, dass das relativ standardisiert ist. Deswegen haben wir Ihnen auch die Leute customizing drüber geschrieben. Also nach mehreren Projekten ist dann doch für uns ein guter Best Practice Customizing Standard daraus entstanden für diese ganzen Sachverhalte. Das unterscheidet sich schon deutlich, wenn man sich das in der Umsatzsteuer anschaut. Da ist es deutlich mehr von ihren unternehmensindividuellen Transaktionen etc. abhängig. Das Customizing hier ist von Kunde zu Kunde relativ standardisierbar. Was ist nicht standardisierbar? Das sehen Sie rechts unten mit Standarderweiterungen. Die Krux und die Kunst zugleich bei dieser Quellensteuerfindung liegt eigentlich darin, dass man in einem Einkaufsprozess den Kreditorenbuchhalter dann auch unterstützt. Denn in der Regel wird eher nicht der Kreditorenbuchhalter nicht den Vertrag analysieren können, ob jetzt wirklich eine rechtliche Überlassung vorliegt oder nicht. Deswegen kommen vielleicht da Lösungen in Frage wie ein Workflow oder unterschiedliche Kontrollen in der Bestellung in den Stammdaten. Was auch denkbar ist, aber das ist alles dann bei Ihnen unternehmensspezifisch, dass man die Quellensteuerlogik der SAP erweitert. Sie sehen ja hier, dass die Logik an dem Lieferanten hängt, also an den Stammdaten und technisch dann auch an der Lieferantenseite. Man kann diesen Stamm auch erweitern und die Logik ähnlich wie bei einer Umsatzsteuerfindung dann auch auf eine andere Ebene bringen und weitere Parameter hinzufügen. Auch so viel zur Quellensteuerfindung und Buchung. Das Ergebnis des Ganzen ist am Ende des Tages, dass in der Buchung und im Zahlbeleg in SAP dann eben ein Quellensteuer-Type und Code gesetzt ist. Also Sie buchen das nicht nur aufs Konto, sondern ähnlich wie in der Umsatzsteuer haben Sie ein Kennzeichen dafür gesetzt. Und das ist eben zugleich dann technisch die Voraussetzung, um jetzt zum zweiten und Hauptteil zu kommen. Das ist technisch die Voraussetzung, dass Sie einen SAP-Quellensteuer-Report nutzen können. Der läuft eben immer auf Quellensteuercodes und diese müssen davor gesetzt sein, sonst findet er diese Buchungen nicht. Einige von Ihnen werden vermutlich den oberen Report hier kennen. Den zeige ich Ihnen auch gleich im System. Hauptteil wird aber nun der SAP DRC Report sein. Das ist ein neues Produkt von der SAP. Wir hatten hier in der Reihe schon die Umsatzsteuer gezeigt. Die SAP investiert hier massiv in viele lokale Reports. Was ist der Unterschied, unabhängig mal von dem rein visuellen Unterschied, den Sie jetzt von hier oben zu unten sehen? Der alte SAP GUI Report hat zwar auch länderspezifische Varianten, aber sehr beschränkt. Und Sie können da auch eher beschränkt nur Daten analysieren, bearbeiten etc. SAP DRC bietet Ihnen da einfach mehr Texttool-Funktionalitäten, die Sie auch von anderen Texttools kennen. Ich habe unterschiedliche Phasen, ich habe einen Workflow, kann eben länderspezifische Formate erstellen und dafür Mapping hinterlegen und das auch sauberer, also gesamthaft in mein Text-CMS einbinden. Dazu, das ist der Nachteil, gibt es natürlich einen Implementierungsaufwand, der hält sich aber jetzt gerade bei der Quellensteuer sehr in Grenzen. Starte mit der klassischen SAP-Ansicht. Das war jetzt auf der Slide der obere Teil, Generic Withholding Tax Return. Ist mir hier mal eingespeichert. Also das ist die alte Welt aus unserer Sicht. Das ist ein Report, den es schon viele, viele Jahre von der SAP gibt und den die SAP jetzt eben ablöst.
mit SAP DHC. Nur dass Sie das mal gesehen haben, wo einige Kunden werden wahrscheinlich daherkommen. Hier gibt es verschiedene Process Types und Output Groups für unterschiedliche Länder. Wir haben hier UK, sehen die US 1042 und 1099 Bescheinigungen und Reports. Hier gibt es zum Beispiel jetzt für den deutschen Fall 50a ESDG keine Standardvariante. Also kein länderspezifischen Output. Ich könnte jetzt das hier wählen und mir mal unsere Daten anzeigen lassen. Und dann sehen Sie, dass das ein relativ schlichtes Format ist, wo er mir eben für meine Quellensteuertypen und Codes die jeweiligen gebuchten Beträge anzeigt, aber mehr nicht. Das heißt, für eine Quellensteueranmeldung jetzt in Deutschland, wo ich auch Lieferantendaten, wie eine Adresse, Freistellungsbescheinigungsnummer und so weiter brauche, müsste ich hier mir schon einige Daten noch dazu holen oder eben mir eine spezifische Variante anlegen. Das heißt, der Webversion. Sie sehen jetzt hier die App Run Statutory Reports. Das ist eben der periodische Meldungsbereich sozusagen von DRC. DRC hat ja noch eine E-Invoicing-Komponente, das sind die periodischen Meldungen. Ich habe mir jetzt hier schon mal eine Variante angelegt, weil wir hier für Umsatzsteuer, für Audit, Reports, Accounting viele, viele Reports haben. Ich habe mir hier schon mal eine Variante angelegt, dass ich nur meine deutschen Reports für dieses Jahr sehe. Sie sehen jetzt hier eben auch wieder zwei Reports, einen Generic und einen Germany Withholding Tax. Dieser Generic Report ist der Nachfolger zu dem Report, den ich gerade gezeigt habe, der eben im Fury Web-App-Style auch generisch Ihnen die Quellensteuerinformationen auswerten kann, Einzeltransaktionen nach Businesspartner, nach Buchungskreis oder eben nach Ihren Types und Codes. Je nachdem, haben Sie dann Summenpositionen oder nicht, können sich das hier in der Tabelle anzeigen lassen, exportieren oder die Spalten verändern. Genauso können Sie sich das hier in der Analytics-Anzeige anzeigen lassen. Das sehen wir gleich später nochmal. Funktioniert ein bisschen wie Excel Pivot. Sie sehen, dass hier das Datenmodell relativ breit ist. Ja, und dann können Sie sich auch hier mit Drag and Drop relativ schnell einen eigenen Export basteln und den dann hier exportieren. Das ist aber jetzt noch nicht länderspezifisch, heißt, er gibt Ihnen nicht das konkrete Format, zum Beispiel für einen 50a-Report aus. Wozu können Sie den hier nutzen in Deutschland, wenn Sie jetzt monatlich zum Beispiel Ihre Beistellungsbescheinigungen und die Transaktionen tracken wollen, die über die Bauabzugsteuer laufen? Kann man das hier wunderbar für nutzen. Für die Bauabzugsteuer gibt es ja kein Upload-Formular, von dem her lässt sich das wunderbar nutzen und deswegen hat auch die SAP da nichts im Angebot für 48 ESDG. Anders jetzt eben für 50a ESDG, die vier Fälle, die wir vorhin gesehen hatten, Attesten, Darbietungen, Lizenzen, Aufsichtsräte. Hier ist das eben ein spezifischer Report, das heißt, er benötigt auch im Backend separates Customizing und Mapping. Sie sehen, dass er auch jetzt hier ein bisschen anders aufgebaut ist. Ich habe hier mehr Funktionalitäten. Auffällig gleich hier diese Activities. Von der SAP vordefiniert habe ich hier zwei Aktivitäten. Einmal Manage Withholding Tax Items. Da geht es darum, dass ich mir erstmal die Grundgesamtheit meiner Buchungen anschaue. Und ich kann das über das Withholding Tax Date in die entsprechenden Perioden schieben. Wir haben jetzt hier drei Belege sehen Sie hier. Der eine ist hier auch schon direkt ausgeklammert. Also den habe ich mit dieser Funktion in der anderen Periode geschoben. Wann würden Sie das machen? Wenn die Zahlung beispielsweise aufgrund von Zahlungen oder Sonderfällen jetzt nicht in die Quartalsmeldung passt. Also wir dann Auseinanderfallen haben, wir müssen ja 50 A im Zeitpunkt der Zahlung melden. Dann könnten Sie diese Funktionalität nutzen. Wir haben aber in unserem System schon eben den Zeitpunkt der Zahlung dann immer als Buchungsdatum und als Withholding Tax Reporting Date hinterlegt. Das heißt, das befüllt sich so automatisch.
Nur dass Sie sehen, jetzt haben wir mal hier diesen einen Beleg ausgeschlossen. Wir werden dann gleich sehen, dass er sich in der weiteren Aktivität nur diese beiden anderen Belege sieht, die 61 und 62. Wir haben ja zwei unterschiedliche Quellensteuersachverhalte gebucht. Die 62 ist bei uns ein Aufsichtsrat. In Ihrem System hätten Sie jetzt hier natürlich mal beim Aufsichtsrat vielleicht keine Bestellung, aber zumindest einen Anhang. Der andere Beleg, den wir gebucht haben, ist ein Lizenzfall 50A1 Nummer 3. Da hätten Sie wahrscheinlich in Ihrem System eine Bestellung, und genauso dann auch Anhänge zu einem Wareneingang und der Rechnung, E-Rechnung oder PF. Also das ist diese erste Aktivität. Die Idee von der SAP ist, ich schaue mir die Grundgesamtheit an der Buchungen und ordne die den richtigen Perioden zu. Die würde ich jetzt mal hier in dem Workflow auch completed setzen und dann in die nächste springen. Sie können natürlich hier auch weitere Aktivitäten hinzufügen und sich sozusagen einen eigenen Workflow basteln. Was die SAP zum Beispiel anbietet, ist, dass man hier eine Verlinkung zu SAP Tax Compliance oder neue SAP Risk and Assurance Management herstellt. Das heißt, Sie führen da beispielsweise eine Datenanalyse, eine Kontrolle für Quellensteuerbuchungen durch und verlinken das dann hier in der ersten Zeile als Voraussetzung. Bevor ich mit dem Report starte, habe ich nochmal meine Kontrollen im Rahmen des Textsemesters durchgeführt. Haben wir jetzt hier nicht. Wir haben diese Aktivität ja nicht und würden jetzt eben in diese SAP Standardaktivität starten. Jetzt sehen Sie hier einen Run generated with warnings, den ich gestern laufen habe lassen. Also das funktioniert hier über diesen Button New Run. Das sind Buchungskreise ausgewählt, die wir hinterlegt haben und der entsprechende Meldezeitraum. Das ist schon eingestellt, dass das für 50a das Quartal ist. Ich könnte das jetzt hier auch noch auf weitere konkrete Lieferanten einschränken, aber will mal hier alle laufen lassen. Mit dieser Run-Funktionalität können Sie sich dann unterschiedliche Versionen erstellen. Also wenn Sie Korrekturen, sagen wir mal eine Gutschrift oder eine Neuausstellung von der Rechnung haben oder den Verlauf korrigiert haben, würden Sie einen neuen Run erstellen und die neuen Daten haben Sie dann versionssicher in den unterschiedlichen Runs gespeichert. So, jetzt sind wir in dem eigentlichen 50A-Report. In der Regel starten unsere Kunden hier mit dieser Analysefunktion hinten, wenn sie den DAC voll integriert nutzen. Sie könnten auch jetzt diese Datei hier runterladen. Das ist eine CSV-Datei, die ich dann beim BCST-Online-Portal ins Formular hochladen kann. Das werden wir gleich am Ende der Demo sehen. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie, wenn Sie SAP DAC vollumfänglich nutzen, wie Sie in SAP integriert die 50A-Meldung erstellen können. Deswegen starten wir in der Regel auch immer mit dieser Analysefunktionalität. Hier kann ich mir eben jetzt für meine Periode die Daten anschauen lassen. Sie sehen, hier unten haben wir ein kleines Chart. Wir arbeiten jetzt mal mit dieser Tabelle. Und in einem Drag-and-Drop-Stil kann ich mir jetzt hier meine Daten dazu holen. Sagen wir, ich möchte auf Einzelbeleganzeige runter oder ich möchte die Steuerrate sehen, auch nach DBA. Die DBA-Sätze haben wir jetzt hier bei uns nicht hinterlegt. So, und jetzt würden Sie sehen, wir haben hier unseren Royalty-License-Provider. Haben zwei unterschiedliche Transaktionen, einmal eben die Nutzung von Rechten und einmal Tätigkeit in Kontrollgremien. Das ist hier schon das offizielle Format, wie es das BCST im Bob-Upload erwartet. Da haben wir eben zwei Belege. Hier ist der Steuersatz relativ hoch, werden wir gleich sehen. Aufgrund der Aufsichtsräte haben wir hier und unserem Fall, wo wir eine Bruttovergütung haben und Sie sehen jetzt hier einen DBA-Satz, haben wir nicht hinterlegt. Also Sie können sich hier alle relevanten Informationen dazu holen, auch sowas wie eine Freistellungsbescheinigung etc. In unserem Fall haben wir jetzt kein DBA, keine Freistellung, haben einen Fall, in dem wir für den Lieferanten abführen. Jeweils.
Also nachdem ich das jetzt analysiert habe, würde ich vielleicht sehen, okay, die Stammdaten sind falsch. Er hat beispielsweise die falsche Adresse genommen. Ich habe das verglichen mit einer Bestellung oder mit dem Vertrag. Dann kann ich hier in DAC integriert auf Edit klicken, rechts oben. Und kann jetzt das Formular, also wir sind jetzt nicht mehr in dieser Analytics, sondern in einer Formularansicht, kann ich das Formular bearbeiten für diese zwei Zeilen. Würde sagen, der wohnt nicht in dieser Straße in Dublin, sondern der wohnt in Cambridge Bar zentral. Könnte ich das ändern? Save and regenerate. Save as have been changes. Changed. So. Wenn ich jetzt nochmal reingehe, hat er eben diesen Wert aktualisiert und Sie sehen hier an der Farbe und an dem Changelog durch meinen User, und es wird sogar mitgeschrieben, was der vorherige Wert ist. Heißt, da liegt im Hintergrund eine Tabelle und alle Änderungen werden mitgeloggt. Also Sie können das wunderbar auch voll integriert in SAP nutzen. Dann vielleicht noch eine Worst-Case-Korrektur. Sagen wir, wir hätten eine Transaktion komplett vergessen, dann leider den Lieferanten überzahlt und streiten uns jetzt mit dem Lieferanten, weil er uns eigentlich den Betrag in Höhe der Quellensteuer wieder zurücküberweisen müsste. Und dann könnte ich hier über den Edit-Button auch eine Zeile komplett neu anlegen. Actions, Add. Und hier sehen Sie jetzt ja, die Auswahlmöglichkeiten vom PCSD in dem Upload-Formular mit dem Sternchen markiert, die Pflichtfelder und dann könnte ich jetzt auch den Fall manuell komplett anlegen, ohne entsprechende Buchung. Das machen wir jetzt nicht, wenn ich jetzt in dem Workflow fertig bin. Also wir haben die Daten analysiert, wir haben sie editiert, würde ich sie gerne meinem Teamleiter zum Beispiel oder Leiter Steuern im Workflow schicken zur Freigabe. Manche Kunden von uns nutzen hier einfach diese Node-Funktionalität, dass ich sage, was created. Könnte das schlichtweg so machen. Es gibt auch mit ein bisschen mehr Implementierungsaufwand, gibt es einen echten Workflow, ein echtes Vier-Augen-Prinzip. Fügt sich dann hier oben pro Aktivität, also für diese Zeile, könnte man dann einen Status einfügen und eine E-Mail-Funktionalität. Das heißt, ich würde dann jetzt diese Aktivität beenden und im Hintergrund wird das dann zum Beispiel meinem Vorgesetzten zur Freigabe geschickt. Das kann man flexibel hinterlegen. Also das wäre die Basisversion sozusagen und der Workflow, die detailliertere Version. Wenn ich jetzt nun auch diese Freigabe habe, möchte ich das Ganze beim PCST hochladen. Dazu gehe ich hier in meinen finalen Run und jetzt drücke ich auf Download. Ja, also erinnern Sie sich, am Anfang hatte ich gesagt, man könnte auch einfach das nur als Exportfunktionalität nutzen. Also ich könnte auch einfach nur mir die Datei direkt extrahieren und dann in Excel bearbeiten, können Sie auch. Das ist jetzt sozusagen die voll integrierte Nutzung gewesen. Dann lade ich mir diese CSV-Datei runter und kann mit der in den PCST-Upload gehen. So, Sie sehen jetzt das Excel-Format vorgegeben vom PCST. Das hat sich kürzlich geändert, minimal, indem wir schon diese zwei Zeilen eingeladen haben. Funktioniert wie folgt. Hier hinten gibt es eben drei Buttons. Und über diese Button, das habe ich jetzt schon gemacht, kann ich dann die Datei, die ich gerade von die CSV, die ich gerade von DAC bekommen habe, hier importieren. Und das passt dann hier in dieses Format. Diese Datei wiederum, aber das liegt nicht an der SAP, sondern das liegt an dem PCSD-Prozess. Diese kann man dann im PCSD-Online-Portal hochladen. Und dann haben Sie Ihre 50A-Meldung abgegeben. Also etwas sperrig leider hier hinten raus sozusagen, mit Copy-Paste der Upload-Prozess. Aber das liegt daran, dass eben für 50A keine automatische Schnittstelle, keine Elmar-Schnittstelle oder Esther-Schnittstelle verfügbar ist, sondern nur dieser File-Upload. Mit der DAC-Lösung haben Sie aber hier ja,
soweit das weitestgehend automatisiert. Was ich Ihnen jetzt gerne noch zum Abschluss zeigen wollen würde, also wir haben jetzt die Anmeldung ja abgegeben. Jetzt kann ich auch den Workflow hier auf Completed stellen. Die Aktivität. Also ich würde sagen, ich habe es abgegeben, submitted, ja. Kann dann noch, wenn ich die Bestätigung vom BCSD habe, sagen, okay, das wurde akzeptiert. Das ist auch etwas, wenn man das voll integriert nutzen will, könnte man die Datei hier auch noch hochladen, wenn Sie hier reingehen. Gibt es hier eine Upload-Funktionalität? Manche laden sich dann hier die Übermittlungsbestätigung noch hoch. Dann haben Sie das alles an einem Ort. Was wir Ihnen noch zusätzlich zeigen wollen würden, und das ist eben auch eine neue Funktion von diesem 50a-Report. Wir haben jetzt nur den Report an sich angeschaut. Nach 50a Absatz 5, Satz 7 muss ich auf Verlangen aber auch eine Lieferantenbescheinigung ausstellen. Diejenigen, die das operativ machen, kennen vielleicht die Webseite, die sehr sperrig ist, wo eben dieser amtlich vorgeschriebene Vordruck verfügbar ist. Die SAP bietet jetzt neuerdings das auch als Output-Formular an. Sie sehen das hier, und zwar habe ich zwei Optionen. Ich kann mir das entweder einfach nur als PDF ausgeben lassen. Das mache ich jetzt mal. Dann würde ich jetzt zwei Seiten erwarten, genau für unsere beiden Transaktionen. Wir sehen hier unsere Gesellschaft, dann unseren Lieferanten mit den entsprechenden Beträgen. Das war 100.000 Euro. Das war der Lieferant 50A1 Nummer 3, die Lizenzen. Der hat also ein Netto und hier haben wir eine Bruttovereinbarung. Das ist der Aufsichtsrat, der mehr Steuern zahlt und das auch noch on top. Also dieses Formular können Sie auch auf Knopfdruck sich generieren lassen und sogar noch einen Schritt weiter über diesen Button Send Output. Wenn wir jetzt bei unserem Lieferanten eine E-Mail-Adresse hinterlegen und ein paar, ja, Business Correspondence nennt das die SAP, Voraussetzungen erfüllt haben im Customizing, dann kann ich auch auf Knopfdruck das an den Lieferanten verschicken. Also nette Funktionalität, um dann 50a wirklich hinten raus auch angenehmer zu automatisieren. Genau, das wäre jetzt soweit zur Eine Demo. Frage rein, ob man diese Bescheinigung auch manuell editieren kann. Die können das nur in der PDF machen. Nein. Hier habe ich keine Edit-Funktionalität. Nein. Das hier nur in der PDF machen. Wenn wir das implementieren und das richtig eingestellt ist, befüllen sich aber die Werte richtig, haben Sie eigentlich keinen Bedarf, das zu editieren. Aber die Stammdaten davor richtig sind, ja. Genau. Wenn das richtig implementiert ist, würde ich da den Bedarf nicht sehen. Sie können die auch neu generieren lassen und das ändern. Also wenn sich jetzt zum Beispiel Adresse oder auch der Auszahlungsbetrag ändern würde, Sie haben eine Korrektur, müssen eine korrigierte Freistellungsbescheinigung schicken, dann generiert sich das eben über diese Run-Methodik, würde ich einen neuen Run erstellen. Dann generiert er auch eine neue Freistellungsbescheinigung mit den aktualisierten Daten. Das ist eher die Idee von der SAP. Weil du jetzt schon einen Implementierungsaufwand angesprochen hast, für den einen Report, was sind da so die Erfahrungswerte? Die Implementierung hängt stark an der Quellensteuerfunktionalität. Also wenn Sie die bisher noch nicht haben, ist der Aufwand ein bisschen höher. Wenn Sie die haben, muss man die nur darauf anpassen, dass sie mit dem Report harmonisieren. Aufwand ja, bewegt sich da im Bereich von wenigen Tagen bis einer Woche. Dann steht das. In der Regel müssen Sie ja dann aber damit rechnen, dass man noch ein bisschen Feintuning betreiben muss. Also, dass die Datenqualitäten, wie jetzt zum Beispiel angesprochen bei der Lieferantenbescheinigung, dass dann auch wirklich alle Felder richtig sind. Das geht dann im Testing noch ein paar Tage. Brauche ich zwingend S4? Die Frage kommt ja auch öfter, oder geht es auch mit ECC? Ja, gute Frage. Also, es gibt DAC auch in der Cloud-Version. Das hängt also grundsätzlich von Ihrer DAC-Lizenz ab. Technisch ist es aber möglich, dass ich DAC in der Cloud betreibe und das an SAP ECC-System angebunden habe.
Bei uns sehen Sie jetzt, Sie sehen Sie auch hier oben an der Adresse, wir haben Deloitte S/4HANA-System in dem DRC läuft. Also wir haben DRC nicht in der SAP Cloud in Walldorf, sondern in einem selbstgehosteten System. Sie könnten das aber auch mit dem WCC-System verbinden, ja. Danke an dich, Micha, auch für die Demo. Noch ein Hinweis auf den nächsten Webcast. Wir machen am 26.11. unsere 56. Ausgabe dann mit dem Thema Verbrauchsteuern in SAP. Auch da gibt es natürlich wieder eine Tool-Demo dazu. Und ansonsten bleibt mir nur noch, mich nochmal zu bedanken. Herzlichen Dank, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.